Deutschland sind 84% der Bahnhöfe stufenfrei. Das heißt, dass Menschen im Rollstuhl, aber auch mit Kinderwägen und mit Fahrrädern problemlos auf die Bahnsteige gekommen wird. In Baden-Württemberg sind es 89%. Das bedeutet, mehr als jeder 10. Bahnhof ist nicht stufenfrei. Menschen im Rollstuhl kommen nicht ohne Probleme, wenn überhaupt, auf den Bahnsteig. Und es zeigt, dass noch ein erheblicher Investitionsbedarf ist. Das Ganze muss schneller gehen, das muss energischer und konsequenter gemacht werden. Wir stehen jetzt hier in Besigheim und hier ist das große Problem, dass dieser Bahnhof eben nicht stufenfrei ist. Das heißt, er im Rollstuhl kommt jetzt nicht ohne Probleme weg von dem Bahnsteig, weil er die Treppe nehmen müsste. Es gibt keinen Aufzug und es gibt keine Rampe. Und es gibt auch keine Blindenleitstreifen, das heißt also auch Menschen mit Sehbehinderung haben hier ein Problem. Ich bin Erwin Siegel, bin seit 10 Jahren im Rollstuhl. Ich fahre ja fast täglich mit der S-Bahn von Ludwigsburg nach Tamm. Da gibt es eigentlich fast keine Probleme. Ich melde es vorne am Zugführer an mit dem Handzeichen. Der weiß dann, dass er die Rampe rausholen muss. Und dann funktioniert es. Was nicht immer funktioniert, sind die Aufzüge. Teilweise sind sie gestört oder sind wochenlang außer Betrieb. Da habe ich dann ein Problem, da komme ich dann gar nicht hin. Da muss ich dann den Bus nehmen, die Hennrampen. Teilweise gehen aber auch da die Rampen nicht. Also als Behinderter hast du schon manchmal eine Herausforderung zu meistern, von A nach B zu kommen. Wir werden jetzt gleich nach Sachsenheim fahren. Dort ist noch zusätzlich das Problem, dass der Bahnsteig mit nur 32 cm Höhe viel zu niedrig ist. Und ansonsten, auch dieser ist dann nicht stufenfrei und er hat auch keinen Blindenleitstreifen. Das zeigt also, dass noch einiges zu tun ist. Das zeigen diese zwei Bahnhöfe im Landkreis Ludwigsburg, die an zwei verschiedenen Bahnstrecken liegen. Da muss noch einiges gemacht werden, denn auch Menschen im Rollstuhl, auch Menschen mit Sehbehinderung, alle Menschen mit Behinderung wollen und müssen mobil sein. Mobilität ist eine Frage der Teilhabe und deswegen muss da die Politik und die Deutsche Bahn viel, viel mehr machen, als bisher getan wurde.